Thema die Marke Ich. Du ziehst jetzt die Matura durch und danach gehst du studieren. Ja, Mama, dass ich meinen Abschluss mache und studiere, steht fest. Aber was? Das ist die Frage. Sehr geehrte Jury, liebes Publikum, wie oft mussten wir uns schon mit schweren Entscheidungen rumschlagen? Und wie oft durften wir uns schlaue Ratschläge von unseren Mitmenschen anhören? Es geht nicht darum, dass ich mich nicht entscheiden kann. Es geht nicht um eine Ja- oder Nein-Frage. Das Problem ist, ich weiß einfach nicht was. Ich weiß ja noch nicht einmal, was ich heute zum Mittag essen möchte. Aber ich soll fähig sein, mich auf einen Beruf festzulegen, eine Tätigkeit, die ich täglich bis zum Ende meines Lebens ausüben werde, zumindest 40 oder 50 Jahre lang. Ich fühle mich nicht fähig dazu, trotzdem wird es von mir erwartet. Es wird erwartet, dass ich erwachsen bin oder es werde und mich verantwortungsvoll verhalte. Volljährig ist man in Österreich offiziell erst mit 18 Jahren. Erwachsen werden müssen die meisten von uns schon davor. Sei es aufgrund von familiären Umständen oder aufgrund von irgendwelchen anderen Einflüssen. Mit 16 Jahren dürfen wir wählen. Auf einmal erwarten alle von uns, dass man verantwortungsvoll ist und ernst. Erwachsen eben. Viele Menschen versuchen dann krampfhaft ihre Jugend zu bewahren und verhalten sich bis zum Ende ihres Lebens kindisch, vielleicht weil sie zu früh erwachsen werden mussten. Man darf mich an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Natürlich ist es manchmal gut, im Inneren teilweise Kind zu bleiben. Das lässt sich ohnehin mehr oder weniger nicht vermeiden. Trotzdem ist zumindest der Spaß des Sandkastenspielens irgendwann vorbei. Der Ernst des Lebens beginnt. Der Ernst des Lebens beginnt mit dem Arbeitsalltag. In der Schule werden wir unterrichtet. Ich könnte so gut wie alle bedeutenden Schlachten des Ersten Weltkriegs mit Jahreszahl und Ausgang benennen. Doch wirklich auf die Welt da draußen vorbereitet werden wir nicht. Zum Beispiel habe ich keinen Plan von Lohnsteuerausgleich, Pensionszahlungen oder diesen ganzen anderen wichtigen Dingen, die für Erwachsene selbstverständlich sind. Klar, in die Welt muss man erst hineinwachsen. Aber, und das Leben ist ein ständiges Lernen. Trotzdem fühlt es sich ungut an, einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden. Hier kommen wir jetzt zurück zu superschlauen Ratschlägen und Besserwissern. Angefangen im kleinen Kreis beim Kochen von Kartoffeln, bis hin zur Schulwahl weiß meine Mama scheinbar alles besser. Ja, manchmal bin ich froh um ihren Rat, aber nur zu oft denke ich, nee, lass mich das selbst herausfinden. Vielleicht mache ich dadurch Fehler. Mit hundertprozentiger Sicherheit mache ich dadurch Fehler. Aber nur so lerne ich wirklich nachhaltig etwas daraus. Trotzdem bin ich nicht froh um einen Rat, aber nur, wenn ich darum bitte. Bezogen auf meine Berufswahl bin ich zugegebenermaßen ziemlich stark auf Ratschläge und Erfahrungen meiner Mitmenschen angewiesen. Aber die Entscheidung abnehmen wird mir keiner. Wie soll ich mich entscheiden? Die Auswahl ist zu groß für zu wenige Lebensjahre. Dazu kommt noch, dass ich nicht einmal weiß, ob ich im Endeffekt für den Beruf geeignet bin. Es stimmt. Heutzutage übt kaum jemand eine Tätigkeit bis zum Ende seines Lebens aus. Alleine, wenn man sich ansieht, wie viele Studenten nach einem Semester ihr Fach wechseln, weil sie erkennen, dass die Realität von der Vorstellung weit entfernt ist. Abbrechen, neu anfangen. Kein Ding. Wir haben ja noch das ganze Leben, obwohl die Zeit schneller vergeht, als man denkt. Wir werden also von unserer Umgebung beeinflusst. Auffällig ist hierbei auch, dass Kinder erstaunlich oft einen ähnlichen Beruf ergreifen wie ihre Eltern. Das ist auch verständlich, denn man erlebt von klein auf sowohl die positiven Aspekte als auch die Schattenseiten hautnah mit. In meinen Augen fällt dies besonders oft bei Lehrerkindern auf. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Lehrer schlaue Kinder bekommen, die dermaßen wissbegierig sind, dass sie auch selbst unbedingt unterrichten wollen. Oder ob es daran liegt, dass die Kinder sich denken, meine Eltern haben viel Freizeit. Ja, ich werde auch Lehrer. Auch in meiner Familie kann man dieses, nennen wir es Phänomen, beobachten. Mein Vater unterrichtet an einer Landwirtschaftsschule. Und sowohl mein großer Bruder als auch meine ältere Schwester spielen mit dem Gedanken, eine Ausbildung in Richtung Lehramt zu machen. Was mir die Berufswahl noch erschwert, ist die Matura. Genauer gesagt, die Zentralmatura. Ich gehe davon aus, dass ich in 2 Jahren meinen Abschluss habe. Aber was, wenn nicht? Dann müsste ich meine kompletten Pläne noch einmal umwerfen. Ich habe jemanden mal sagen hören, egal was du haben möchtest, du kannst alles erreichen. Doch von jetzt an muss jede Entscheidung, die du triffst, diesem Ziel entgegenarbeiten.
Ich bin noch jung und generell haben wir alle das Glück, in einem Land zu leben, wo prinzipiell jedem alle Türen offen stehen. Trotzdem verändert sich derzeit so viel auf der Welt und auch in unserem Land, dass ich mir teilweise etwas schwer tue, Pläne zu schmieden. Aus Angst davor, enttäuscht zu werden. Doch das ist kein Grund, stehen zu bleiben. Denn Zweifel haben wir alle. Jetzt, am Ende meiner Rede, bleiben mir nur noch drei Fragen zu beantworten. Wer? Ich. Wann? Jetzt. Wie? Marke ich. Danke.